Fußballfreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie gemeinsam. Und ich darf Ihnen die allerherzlichsten Glückwünsche des Hamburger Senats der Freien und Hansestadt ausrichten. Der Gewinner ist TuS Germania Schnelzen. Wenn wir keinen Amateurfußball haben, haben wir keinen Profifußball. Das ist ja der Ursprung überhaupt. Wir sind stolz, dass wir heute hier sind. Hamburger Fußball, Hamburger Bier, das gehört zusammen. Ja, Schütze des Jahres. Ich habe es vermutet, aber nicht gewusst. Sehr gut. Patrick Ittrich, MSV. Dazu 1.500 Euro. Umso schöner, wenn man den Preis gewinnt. Vielleicht haben wir das vorher gesagt, wir arbeiten sehr gut zusammen und ich denke mal, das ist für Hamburg, für den Hamburger Fußball wichtig, für uns auch als Hamburger Unternehmen sehr wichtig, uns hier zu engagieren. Der Amateurbereich ist nun mal die Basis auch für den Profisport. Bernd, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ist es deine letzte Saison? Nein, natürlich nicht. Nein, weiß ich nicht. Interessiert mich auch im Augenblick nicht. Warst du überrascht, dass du das Ding heute gewonnen hast? Oder hast du eigentlich damit gerechnet? Ich war nicht so sehr überrascht. Aber ich habe es nicht gewusst. Also, letztes Jahr bin ich auch überrascht worden, negativ. Also insofern weiß man nie, was da mal rauskommt. Jetzt haben diesen Preis, den Sie jetzt auch verliehen haben, der TSV Buchholz mehrmals hintereinander gewonnen. Respektiert man dann sowas auch? Ja, das ist also gigantisch. Also ich kann mir das also überhaupt gar nicht vorstellen, wie man also fünfmal in Folge also unseren Fairnesspreis gewinnen kann und dabei in der Liga noch so erfolgreich ist. Ja. Stefan Rahn. Hast du damit gerechnet oder war es dir eigentlich klar, nachdem du Oberhausen quasi im Alleingang ausgeschaltet hast? Nee, das war mir nicht klar, denn eigentlich war das ja für die letzte Saison sozusagen und deswegen, denke ich mal, war ich sehr überrascht. Ja. Die Reaktion der Gäste war sehr positiv, toller Abend und viel Lob. Und darüber freue ich mich, denn das war ja auch über viele Monate wieder eine Anstrengung, um das alles auf die Beine zu stellen. Also Dirk Fischer ist ja der Motor dafür. Ich habe ihm gerne dafür geholfen. Ich war hochzufrieden. Besonders hat mich gefreut, dass wir wieder so viele Vereine mit Geld unterstützen können, dass wir so tolle Sponsoren haben, die uns hier unterstützen. Ein kurzes, knappes Fazit zu dieser Veranstaltung heute Abend. Ja, gelungene Geschichte wieder. Und was eigentlich das Wichtigste ist, mein Eindruck war, dass es den geladenen Gästen, insbesondere unserem Verein, sehr viel Spaß gemacht hat. So, also, ja, war geil heute. Ne? Ja, dem kann ich mich nicht anschließen. Ich fand das eine hervorragende Veranstaltung. Als Schiedsrichter muss man immer souverän wirken. Und ich fand, es war eine ganz tolle Veranstaltung. Ich freue mich, den Preis gewonnen zu haben. Und ich übergebe an Stefan Hahn. Ja, vielen Dank. War super klasse. Die Veranstaltung ist immer super. Deswegen gebe ich einmal zurück zum Schiri, Herrn Ittrich. Danke sehr und auf Wiedersehen. Tschüss. Ehrung, die ganzen Umrahmungen, die Musik zum Schluss, das war für mich alles wieder einmalig.